Es ist schon wieder Finale der Küchenschlachtwoche. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute gibt es ein Gericht aus meiner Feder. Was das ist, verrate ich Ihnen gleich. Zuallererst werde ich einmal den Countdown einläuten. Ihr wart zwei Superkandidaten. Ihr steht zu Recht da. An die Töpfe, fertig, los geht's. 35 Minuten ab jetzt. Meine Damen und Herren, Ihnen werde ich jetzt verraten, was es heute gibt. Und zwar kommen wir zuerst mal zum Jura. Wir haben niemand Geringeren eingeladen als Christoph Rüffer hier aus Hamburg. Zwei-Sterne-Koch wird heute das Gericht meiner Kandidaten bewerten. Ich finde den super, super sympathisch. Ich freue mich tierisch, muss ich sagen, dass der kommt. Ja, auf ihn freue ich mich. Ich habe mir schon ein paar Bilder von ihm angeguckt, wie er das so anrichtet. So filigran, alles toll. Und das Gericht aus meiner Feder lautet, es gibt einen in Basilikumbutter konfierten Waller mit einer Sauce Bernese, ja, mit Estragon drinnen, dazu ein Kartoffelgratin und einen grünen Spargel. Das klingt jetzt relativ einfach, hat aber absolute Fallhöhen. Und zwar muss der Waller, ja, der ist ja fast ein bisschen unterbewertet, der muss gut konfiert werden. Das ist in Fett gegart, spielt sich zwischen 70 und 80 Grad ab. Das Eiweiß darf nicht ausgetreten sein, der Spargel muss knackig sein, die Sauce Bernese muss cremig sein, das Gratin muss durch sein und dann sind noch ein paar andere Dinge. Ein schwieriges Gericht, wirklich, 35 Minuten, das darf man hier nicht vergessen. Weil ich habe Waller, weißer, grüner Spargel, Bernese und Kartoffelgratin. 5 Bestandteile, wenn ich die Spargel zusammenziehe, sind es 4, aber es sind aufwendige Bestandteile. Und als erstes möchte ich die liebe Celine fragen, wie die an das Ding rangeht. Du wolltest uns schon schwitzen sehen, du wirst uns gleich schwitzen sehen. Ja, ja, also einmal vorgekocht, allerdings habe ich nicht alle Zutaten gekriegt. Und das bedeutet, ich werde es jetzt einfach mal aus dem Gefühl machen. Aber ich habe hier da jemanden, der das auch ganz toll hinkriegen wird. Also wir schauen. Also welche Zutaten hast du denn nicht bekommen beim Probekochen? Beim Probekochen habe ich tatsächlich wirklich den Waller nicht bekommen, also den Pelz. Mhm. Und dann habe ich auch den frischen Spargel nicht bekommen. Okay, also jetzt ist es ja relativ leicht, an Spargel ranzukommen. Es gibt heute grünen und weißen Spargel. Das ist natürlich jetzt nichts Außergewöhnliches, aber Sie müssen sich vorstellen, 35 Minuten, man muss beide separat kochen, den grünen vor allem dann auch abschrecken, damit er die Farbe behält. Also das sind alles, ja, Sekundenaktionen, aber das macht es am Schluss halt aus. Jetzt hast du 3 Zusatzzutaten. Welche hast du gewählt? Ich habe einmal Kerbel dazu gewählt, weil ich Bernese gerne mit dem Estragon und Kerbel noch machen möchte. Dann habe ich Rosmarin gewählt, ja, den ich gerne in meinem Kartoffelgratin einsetzen will. Wenn ich jetzt nicht zu viel rede, dann werde ich auch mal einen Rosmarin reinkriegen. Ja. Ansonsten, ja, das war's eigentlich, ne? Das, ja, und Schnittlauch habe ich einfach mal fürs Deko, ne? Fürs Auge. Auge ist ja mal mit. Auge ist mit, genau. Gerade bei einem Zwei-Sterne-Koch, das Auge auf jeden Fall. Hier haben wir ein Foto vorbereitet. Du hast das nur mit Kabeljau gemacht. Sieht und nicht aber mit frischen. Sehr gut aus. Ja, der Spargel ist nicht frisch, der ist nicht grau. Macht überhaupt nichts. Was würdest du denn sagen, sind die Schwierigkeiten, oder? Wovor hast du jetzt am meisten Angst in den nächsten 35 Minuten? Vor meiner Soße, die muss man ja wirklich schön schlagen. Die muss ich natürlich à la Minute aufschlagen, das geht gar nicht anders. Dafür brauche ich erstmal eine Reduktion. Und ja, ich muss auf jeden Fall auch meine Eier aufschlagen. Ich muss mit der Reduktion zusammen, die muss ich passieren zu den Eiern, muss ich aufschlagen. Dann kommt die flüssige Butter dazu. Und dann muss ich es nochmal abschmecken und dann die Kräuter unterheben. Hui, hui, hui. Ich wollte aber nicht mit dem Mixer, ich wollte es altmodisch machen und richtig schön schlagen und Luft rein. Ein Applaus für Celine. Schön, dass du da bist. Wir drücken dir die Daumen. Und mein zweiter Finalist ist der liebe Julian. Herzlich willkommen, Julian. Hallo. Julian, auch bei dir dasselbe Gericht. Gehen wir zuallererst einmal auf die 3 Zusatzzutaten. Was hast du gewählt und warum hast du es gewählt? Ich habe einmal Minze gewählt und Gruyère und Trüffelbutter. Die Minze ist, am Ende möchte ich den Spargel etwas in einer Nussbutter noch durchwälzen und eben mit etwas Minze und etwas Zitronenabrieb aromatisieren. Der Gruyère und die Trüffelbutter sind für das Gratin. Mit der Trüffelbutter möchte ich die Form etwas ausbuttern und dann den Gruyère mit dem Parmesan zusammen eben oben drüber reiben. Respekt, also du hast dir durchaus was überlegt. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir werden 2 ganz unterschiedliche Gerichte hier auf den Tellern bekommen. Und jetzt Probe gekocht? Ja, habe ich. Wie oft? Schon so 5-6 Mal. Allerdings muss ich sagen, der Waller ist mir nie gelungen. Also, woran lag's?
Einfach, es ist sehr, sehr schwierig, den richtigen Garpunkt zu treffen. Und er war entweder roh oder er war matschig. Und es gab nichts dazwischen. Okay, ich gebe dir und unseren Zuschauern zu Hause jetzt auch einen kleinen Tipp. Das Konfieren ist eigentlich eine sehr, sehr schonende Garmethode. Ja, man kann eigentlich quasi alles konfieren. Es ist auf der einen Seite sehr dankbar, weil es im Fett gegart ist. Auch das kommt mir sehr bekannt vor. So, es piepst wieder, ja. Also es ist eine sehr schonende Garmethode. Man macht das normalerweise bei roundabout 70 bis 80 Grad. Kommt ganz drauf an. Wichtig ist nur, dass das Eiweiß nicht zu stark austritt, weil sonst gart an der Außenseite zu stark an und ist innen noch roh. Und man darf es natürlich nicht zu lange machen. Das heißt, das Feeling dafür zu bekommen, ist schon relativ tricky. Zudem der Waller ein Fisch ist, der sehr fest im Fleisch ist. Ja, der hat auch diesen leichten, erdigen, wir sagen in Österreich Grundelgeschmack. Aber ich finde, dass das in Verbindung gerade mit Spargel und einer süffigen Soße was sehr, sehr Gutes ist. Als du es dann geschafft hast, oder beziehungsweise hat es prinzipiell geschmeckt? Ja, doch schon sehr gut. Also das Rezept ist super auf jeden Fall. Okay, super. Sehr schön. Wir haben dann auch noch eine Besonderheit bei dem Gericht. Und zwar gibt es für den Fisch obendrauf werden dann geröstete Haselnüsse. Das gibt dem Ganzen noch mal so ein zusätzliches Aroma. Und jetzt schauen wir zu Celine, was in der Zwischenzeit alles passiert ist oder was sie sich jetzt aufgestellt hat. Wir sehen reichlich Butter. Richtig. Einmal lasse ich schon mal Butter für meine Bernays. Ja. Der muss ja so ein bisschen abkühlen, wenn ich dann meine Eigelb-Ei aufschlage. Für meinen Fisch habe ich schon mal Butter zerlassen. Jetzt bin ich bei meinem Kartoffelkartoffeln. Da habe ich aber auch schon mal meine Milch, meine Sahne und Rosmarin und Knoblauch, alles schon mal angesetzt. Und die werde ich ganz leicht schon mal vorköcheln, bevor ich das überhaupt in einem Auflaufform gebe, damit sich das so schön einzieht. Ne? Damit der Geschmack von dieser Sahne, von dieser Milchmischung in die Kartoffel eintritt. Das ist natürlich super. Ein Kartoffelgratter, das braucht auch seine Zeit. Und ich würde mal sagen, wenn ich so ein kleines Auflaufförmchen mache, und das würde mir ja persönlich auch reichen, ist ja nur für mich als alleiniger Esser heute, brauche ich trotzdem, muss das im Ofen bestimmt seine 20 Minuten haben. Und beim Julian sehen wir jetzt schon, der Fisch ist tatsächlich schon im Topf drinnen. Ja? Da musst du jetzt halt aufpassen, dass der Fisch nicht übergart ist. Das heißt, an der Stelle sei gesagt, hier ganz eine andere Herangehensweise. Fisch ist schon in der Butter, wird ganz langsam durchziehen. Drüben ist die Butter noch nicht mal geschmolzen, dafür das Gratin anlaufen. Also Sie sehen, was sind jetzt die nächsten Arbeitsschritte bei dir? Jetzt schäle ich den Spargel und dann wird der Spargel gekocht. Bist du prinzipiell für einen Spargel-Fan? Isst du das gerne? Schon sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Du bist ja viel unterwegs gewesen. Ja? Hast du uns die Woche auch verraten, warum? Vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen was darüber. Ich bin hauptsächlich also beruflich viel unterwegs gewesen. Ich habe also in der Schweiz studiert. Danach bin ich nach Großbritannien gegangen, um da zu promovieren. Dann habe ich dort auch erst gearbeitet, dann in Spanien noch gearbeitet, dann in den Niederlanden gearbeitet. Dann bin ich noch mal nach England zurückgegangen. Und jetzt bin ich eben in Österreich gelandet und bin da an der Universität Linz Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie. Philosophie und Wissenschaftstheorie. Du hast aber tatsächlich auf den besten Uni studiert, kann man das so sagen? Ja, Hochschule St. Gallen, das war die erste, London School of Economics. Sicherlich sind das gute Universitäten, ja. Vermisst du die Zeit? Die Zeit in London oder also welche? Allgemein, dieses Unterwegssein, Studieren. Naja, ich meine, ich habe insgesamt, also das ist jetzt mein 8. Land, in dem ich lebe. Mhm. Irgendwann will ich auch mal zur Ruhe kommen irgendwie. Also das wäre jetzt auch mal ganz schön. Wien ist halt toll von der Lebensart, von der Kultur, die kulturellen Angebot. Einkaufen ist so toll. Ich habe für die gesamte Woche jetzt alle Zutaten ganz einfach da bekommen. Also das ist schon sehr, sehr schön in Wien. Also ich lebe da sehr gern. Schön. Auch mal nett zu hören. Und ich schaue jetzt noch mal kurz zu Celine und meine Damen und Herren, Sie wissen ja, wir hatten die Woche Ostern. Ostermontag ist leider die Küchenschlacht auch ausgefallen. Wir hatten natürlich reichlich Eier im Haus und deswegen mache ich dann ein ganz schnelles Omelett, so ein Portionsomelett. Vielleicht haben Sie zu Hause jetzt ein paar Eier im Kühlschrank, dann können Sie es gleich nachmachen mit ein paar Pilzen dazu. Dazu kommen wir später. Jetzt schauen wir mal zu Celine. Du musst da ein bisschen rauf mit der Temperatur, weil sonst geht sich das nicht mehr aus mit dem Fisch. Alex, schaust du mal nach meinem Waller, bitte? Ja, gerne. Okay. So, wir schauen jetzt mal nach dem Waller vom Julian. Zeig mal her, wo ist er denn?
Da, ich also vielleicht können wir, ja, du hast ihn jetzt weg. Man sieht jetzt natürlich an der Stelle, dass der Fisch jetzt langsam in dieser Butter durchgart und der ist butterzart. Aber ich sag dir was, du hast noch so viel Zeit. Also Hitze darf der nicht mehr bekommen. Also der ist jetzt in den nächsten 5 Minuten so perfekt. Was sehr gut dabei ist, es passiert eigentlich nie, dass der dadurch zu trocken wird. Weil der liegt schön in der Butter, also ein Fett. Es ist schön schmackig, ja, mit Basilikum als Aroma. Deshalb, der kann eigentlich gar nicht trocken werden, der Waller. Dann, ja. Können wir den vielleicht dann rausnehmen? Kannst du rausnehmen und noch mal temperieren? Schau dir selber einen an. Ihr müsst das halt jetzt auch selber entscheiden, meine Damen und Herren. Es geht natürlich um den, es geht natürlich um den Startplatz in der Champions Week. Also das müsst ihr jetzt schon wirklich selber entscheiden. So, wie sieht's aus? Sehr gut. Spargel. Wichtig beim Spargelkochen, meine Damen und Herren, ist auch immer das Wasser gut würzen. Ja? Also gerade beim weißen Spargel, ein bisschen Zucker, Weißwein, ja? Salz, Säure und man sagt, man gibt noch eine Semmel rein für die Bitterstoffe, aber wenn Sie ein wirklich guter Spargel ist, brauchen Sie es nicht machen, weil der hat eigentlich keine Bitterstoffe. Gut. Du musst jetzt musst du den Spargel machst du. Jetzt dürfte ich mal deine Gewürzmilch probieren für das Kartoffelgratin. Sehr gerne. Gut. Sehr gut. Ich weiß, danke. Sehr gut. Du hast ja deine Freundin mitgenommen, die war gestern auch schon da. Ich lasse dich jetzt mal probieren. Ja. Ich habe für Sie zu Hause auch so einen kleinen Tipp, wenn Sie einen Kartoffelgratin machen, immer leicht die Gewürzmilch überwürzen, weil der Kartoffel schluckt viel Geschmack. So. Ja? Ein Applaus für eine perfekte Gewürzmilch, bitte. Sehr schön. Also, zusammengefasst, bevor ich jetzt kurz dieses Eiergericht mache. Der Spargel wird hier geschält. Das Kartoffelgratin befindet sich hier schon in dem Topf. Das kommt jetzt dann in den Ofen. Wann denkst du an den Fisch circa? Der Fisch ist schon drin, Schatzi. Ah, der ist da drinnen und das ist ja die Butter für die... Das ist jetzt schon mal Butter für meinen Bernese. Okay. Und den brauche ich ja eh so ein bisschen abgekühlt. Das heißt, wir können das schon mal runterschalten. So, also hier läuft's, kann man überhaupt nicht meckern. Und bei dir ist das... Ah, das ist jetzt auch interessant. Vielleicht kommst du ganz kurz mal her. Bitte, 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 hier. Schau mal. Runter. Ein Stock tiefer. So. Wir verstehen uns so gut die Woche, gell? Das ist wie blindes Verständnis mit der Kamera. You and me. So, also, hier haben wir das Kartoffelgratin. Du hast jetzt schön Käse oben drauf gerieben. Und du hast ja diese Zusatzzutat. Und zwar hast du gesagt, du nimmst Trüffel. Trüffelbutter zum Ausparfümieren. Das heißt, Sie müssen sich das jetzt so vorstellen, das Gratin sieht vielleicht dann am Schluss auch ähnlich aus wie das von Celine, aber es wird ganz anders schmecken. Ja, Trüffelbutter eingesetzt, macht natürlich Sinn, starker Eigengeschmack. Und ansonsten, Fisch ist drinnen, jetzt machst du dann die Soße. Wie sieht es mit dem Spargel aus? Das kocht immer noch nicht und ich habe das hier auf... Oh ja, kocht schon. Okay. Kocht schon? Läuft bei dir? Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt kurz mal so ein schnelles Omelett. Das ist jetzt auch keine Hexerei, aber wie gesagt, wir wollen natürlich die Reste von der Woche jetzt auch nicht wegschmeißen. Um Gottes Willen machen wir natürlich nicht, sondern wir haben Eier übrig. Und jetzt habe ich gesagt, ich mache ein schnelles Omelett mit ein paar Pilzen dazu. Ich fange auch mit den Pilzen gleich an. Pilze bestehen fast nur aus Wasser, deswegen ist es ganz wichtig, dass man mit viel Temperatur rangeht. Ja? Und egal, was Sie machen, ob das ein Risotto ist, die brauchen Röstung. Weil sonst tritt das Wasser nur aus. Das heißt, immer die Pilze mit viel Schmackes anbraten und erst zum Schluss salzen. Weil wenn Sie die am Anfang salzen, tritt das ganze Wasser aus und dann haben Sie überhaupt nichts von der ganzen Geschichte. Ja? Ich parfümiere dieses Öl leicht mit Knoblauch. Ich finde, Knoblauch ist ein sehr dankbares, ein dankbarer Partner für die Pilze. Jetzt dauert das nur ganz kurz. So. Dann gebe ich noch ein bisschen Rosmarin dazu, das passt auch ganz gut. Wenn ihr irgendwas braucht, meine Lieben, dann sagt mir das, ja? So. Es gibt ja jetzt zwei Varianten, Pilze zu braten. Gerade bei Eierschwammerl oder wie es
in Deutschland so schön heißt, Pfifferlingen, macht es durchaus Sinn, die ohne Fett anzubraten. Ja? Die sollen in der Pfanne quietschen. Bei Champignons, Steinpilzen, bin ich der Meinung, dass man das Fett richtig gut erhitzen soll. Ja? Dann aromatisieren, dann würzen und zum Schluss vielleicht noch mal mit einer Flocke Butter schön, ich will nicht sagen schlotzig machen, aber einfach eine schöne Fettzugabe macht da durchaus noch Sinn. Bei Champignons durchaus mit Fett, auf jeden Fall. Ja? Bei Pfifferlingen würde ich das ohne Fett machen. Die brate ich jetzt hier an und Sie sehen, da tritt jetzt überhaupt keine Flüssigkeit aus. Wenn ich das jetzt würze, wird da ein bisschen Wasser austreten. Ich gebe da jetzt ein bisschen Pfeffer dazu. Da ist auch noch Rosmarin, aber Sie können natürlich auch Petersilie nehmen. Gebe ich da am Schluss auch noch dazu. Jetzt kommt ein bisschen Salz dazu. Und zum Schluss gebe ich eine Flocke Butter dazu, aber so. Und ziehe das aber schon weg von der Flamme, ja? Weil die schmilzt jetzt, sonst wird die zu nussbraun, zu dunkel. So. Das gebe ich jetzt auf einen Teller. Das ist jetzt gewürzt, das sind jetzt die Pilze, ganz leicht glasiert. Man könnte das auch noch mit einem Schuss Balsamico-Essig ablöschen. Sehr schön. So, und jetzt geht's ans Omelette. Und dafür brauchen Sie eigentlich überhaupt nichts. Eine Flocke Butter hier in die Pfanne reingeben. Eine Teigkarte ist ganz wichtig. Ja. Und ich habe jetzt hier zwei Eier genommen. Ich mache eine Portion. Ich werde die dann im Publikum verteilen natürlich. So, ja. An dich. Wichtig ist, Butter schön aufschäumen. Und jetzt lassen wir, egal welches Omelette Sie machen, ich mache mal so eine Basic-Variante. Das muss jetzt langsam stocken. Ja? Es ist wirklich keine Hexerei, ein Omelette zu machen. Das wissen Sie, das weiß ich. Es gibt zwei Varianten. Entweder man lässt das leicht stocken, gibt es ins Rohr, klappt es zusammen und gibt die Füllung hinein. Wir machen das jetzt so, ich schäume jetzt hier die Butter auf. So. Ich wische das da leicht aus. So. Genau. Jetzt gebe ich hier rein das Ei. Und jetzt spiele ich mich ein bisschen mit der Flamme. Und Sie sehen jetzt, hier am Rand stockt das Ganze schon. So, genau. Und jetzt warte ich und ziehe immer diese Eierschlieren, sage ich. Einfach nur leicht abwarten, bis das hier stockt. So, da braucht man auch gar nicht mehr das Backrohr dazu. Das bindet jetzt durchs Ei. So, genau. Immer wieder zerteilen. So, das reicht auch schon. Schön rund machen. Ich habe das ganz gern, wenn das Omelette nicht mit Farbe gegart wird. So soll es ja auch sein. So, jetzt lassen wir das hier noch schön stocken. Leicht anstocken, ist gleich fertig. Und dann geht es wieder zu unseren Kandidaten. So. So, jetzt gebe ich da gleich ein bisschen Parmesankäse. Das ist natürlich umami, schmeckt irrsinnig lecker. Das schmilzt jetzt mit dem Ei zusammen. Dann geben wir ein bisschen Petersilie hinein. So. Und jetzt, wenn es dann noch schon leicht cremig ist, warten wir ab. So. Vom Rand lösen. Und man kann das jetzt wie eine Zigarre zusammenklappen. Ich klappe es jetzt nur einmal so zusammen. Hol mir da so einen Teller. Also wirklich, das ist jetzt aus den Resten von der Woche. Ich klappe das hier zusammen, lege das jetzt hier so für Sie an. Dann geben wir hier noch die Pilze rauf. So, schön oben drauf. Damit man auch was davon sieht. Nochmal schön Parmesan drüber. Ein paar Kräuter. So, und man hat ein ganz schnelles, schönes Omelette gezaubert. Bitteschön. So, ja, wir wollen ja mal nicht übertreiben. So, das war's von mir.
Jetzt geht es in die heiße Phase mit dem Gericht. Wir schauen jetzt zum Julian und fassen das kurz zusammen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Bei dir ist die Soße auch schon fertig. Pass jetzt auf, dass dir die nicht stockt. Ich habe schon ausgestellt. Darf ich mal probieren? Auf jeden Fall, aber da ist natürlich noch kein Estragon drin und kein Cayennepfeffer. Also ich muss noch abschmecken. Sprich, das ist jetzt quasi eine Hollandaise. Hollandaise, aber mit Estragon-Senf. Also das ist schon ein bisschen Estragon. Gut, gut. Ganz kurz herkommen, bitte. Für meinen Geschmack wäre sie jetzt einen Tick zu fest. Okay, ja, du musst auch aufpassen, weil auch wenn hier die Hitze abgedreht ist, kommt hier noch Hitze raus. Ja. Und das kann sein, dass dir das gerinnt. Okay. Ja? Was habe ich dann für eine Chance, indem ich noch mal ein neues Eigelb langsam warm aufschlage und die geronnene Soße dann nach und nach wieder dazu tue, dann müsste es sich wieder verbinden. Aber am meisten passiert es eigentlich, dass es gerinnt, wenn man das Fett zu schnell zu dieser aufgeschlagenen Eigelbcreme gibt. Kleiner Tipp, wenn das gerinnt, gibt es eine Variante, dass Sie das wieder einfangen können. Und zwar ein bisschen kalte Flüssigkeit dazugeben, einfach ganz leicht einrühren, dann fängt man das Ganze wieder ein. Er macht das natürlich absolut richtig. Auf Konsistenz bringen, super. Spargel ist gekocht, schön gekocht, perfekt vom Biss. Wo ist der Grüne? Der Grüne vom Eiswasser. Ja. Der ist im Eiswasser, aber den musst du dann schön auch noch mal temperieren. Auch temperieren. Ja, ja. Und das ist das Schöne, wenn man einen grünen Spargel kocht, liebe Zuschauer zu Hause, es macht Sinn, wir haben eine schöne grüne Farbe, wir haben den weißen und den weißen können Sie durchziehen lassen, den grünen auf jeden Fall abspecken und dann noch mal glasieren. Aber ansonsten läuft es bei dir eigentlich sehr gut. Kann man das so sagen? Ja, ich hoffe. Das Kriterium fehlt mir noch irgendwie. Genau. Und das schauen wir uns an, würde ich sagen. Kannst du kurz herkommen, bitte? So, also, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man bei so einem Gratin sieht, ja, wie es am Rand zum Blubbern anfängt. Weil wenn das dann leicht anbrennt und, ich will nicht sagen karamellisiert, aber das heißt, das gart schön durch. Und wenn das bis zur Mitte zum Blubbern beginnt, dann ist der Moment, wo man sagt, da kann man auf Grillstufe stellen und dann ist das Ding fertig. Aber es schaut sehr gut aus, 200 Grad. Kartoffeln brauchen viel Hitze und läuft, würde ich sagen. So. Na, was beim Kartoffelgratin auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass die Kartoffeln roh sind. Ja, also in dünne, feine Scheiben schneiden. Dicke Scheiben brauchen länger, dünne Scheiben gehen schneller. Einfacher Hinweis und dann müsste es eigentlich auch passen. Ich fühle mich ja fast schlecht, wenn ich mich jetzt zu dir stelle. Warum? Und dir bei weil ich gerade dabei bin. Das ist Handarbeit. Ein Applaus für diese Osternest. So. Während du da deine Soße machst, übrigens, wäre das schon genug von der Portion. Sehr schön. Wie sieht's denn mit meinem Spargel aus? Guckst du einmal bitte drüber für mich? Ja, also ich sag dir mal, du hast ja beides zusammengekocht. Ich würde jetzt langsam mal schauen, weil der Weiße wird ja sonst zu weich. Ja. Und der Grüne, den musst du auf jeden Fall abschrecken. Vielleicht, mach ich ja so ein schönes Set. Zeit. Auch hier würde ich dich jetzt aussuchen, dass du mit mir mitkommst, weil auch hier schauen wir uns das Gratin an. Und zwar hat die Celine das ganz anders gemacht. Sie hat das in eine Muffinform gegeben, ist aber nicht blöd, weil das Schöne bei der Muffinform ist, es ist ein kleiner Durchmesser und hoch. Das heißt, man hat irgendwie mehr diesen Kartoffelgeschmack. Und man sieht auch da, der Käse gratiniert schön. Ich glaube, das linke könnte sich mit der Zeit nicht ganz ausgehen, aber die zwei, glaube ich, wären absolut in Ordnung. Wer, redest du mit mir? Nee, ich rede mit meiner Freundin. So, auch hier würde ich jetzt mal deine Soße probieren. Ja, das bitte. Gib mir Tipps. Oh ja, Würze. Würze Salz, fehlt. Pfeffer, was? Ja, alles. Komm. Aber mach mal Salz, bisschen Säure, meine Damen und Herren. Die Bernaise, als auch die Hollandaise, ist natürlich eine sehr fettbasierende Sauce. Deswegen müssen Sie immer mit ein bisschen Essig oder Zitronensaft drangehen. Das macht das Ganze dann ein bisschen runder im Geschmack. Sonst ist das Ganze sehr, sehr eindimensional. Oh, du gibst dunklen Essig rein. Ja, ich habe keinen anderen gehabt. Deswegen ist hallo, ja hallo. Bei der wir haben hier jeden nee, Essig. Aber ich habe das bei mir, das war wahrscheinlich mein Fehler. Die schaut schön aus. Ich würde jetzt nur aufpassen mit der Hitze. Also das wird spannend bis zum Schluss. Es gibt keine Hitze mehr. Die ist dir ein bisschen zu... Außer du gießt sie ganz schnell um. Gieß sie ganz schnell in ein anderes... Schau, gib sie ganz schnell dahin. So. Und jetzt probier sie, ob sie dir verbrannt schmeckt. Und ansonsten kannst du sie verwenden. So, gut. Also, die heiße Phase
ist langsam soweit. 5 Minuten habt ihr noch. What? 5 Minuten habt ihr noch. Ich würde das Kristall da drinnen lassen, meine Liebe. Lass es bis zum Schluss drinnen. Meinst und, du? Okay. Wie sieht's denn mit deinem Fisch aus? Mein Fisch sieht sehr gut aus. Ich muss nur noch her, ja, also ich habe den Eindruck, dass er gut aussieht. Du hast den Eindruck, dass er gut aussieht. Dann schauen wir uns das mal an. Also er ist auf jeden Fall, ja, ganz sanft gegart hier. Aber weißt du, was mir hier fehlt? Bitte. Du musst unbedingt das Basilikum einbauen. Ha! Weißt du was, du bist ein Schatz, sag ich doch. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Das hat sie gesagt. Schön. Vielleicht, ich werde da gleich einhaken, liebe Zuschauer zu Hause, auch wenn Sie konfieren, Sie können das Fett natürlich immer parfümieren. Wir haben jetzt Basilikum gewählt, aber Sie können alles nehmen. Jede Art von Kräuter zieht sich natürlich super in die Butter ein. Ja, so kann man es auch machen. Und jetzt, vielleicht kannst du mal ganz kurz vorkommen und den Zuschauern zu Hause erklären, was du jetzt riechst. Also es riecht ja durch die heiße Butter schon sehr intensiv nach Basilikum, oder? Riecht gut. Ja, was sehr für ein Gefühlsausbruch. Ja, was soll ich sagen? Ja. Aber riechst du das Basilikum? Ja, schon, riecht schon man gut. Raus. Ja. Schmeckt. Du bist richtig groß, muss ich sagen. Ja. Oh Gott. Achso, du kannst die Soße kannst du probieren und auch so. Ja, meine Damen und Herren, die Woche neigt sich dem Ende. Ich bin ja schon wieder total traurig. Nächste Woche will ich Ihnen an der Stelle schon sagen, genau da, Entschuldigung, nächste Woche übernimmt mein geschätzter Kollege und Freund Nelson Müller für Sie. Es wird ja auch wieder eine sehr, sehr unterhaltsame Woche, so viel sei gesagt, mit vielen leckeren Rezepten. Und auch Sie können sich natürlich bewerben. Also einfach ZDF anschreiben, das Formular ausfüllen, machen Sie mit. Ich sage Ihnen hinter den Kulissen, es macht richtig Spaß, oder? Auf jeden Fall. Also es ist eine super Erfahrung, denn keine Frage. Ja? Und der hat 8 Länder bereist, beziehungsweise in 8 Ländern gelebt. Ich probiere jetzt. Wir freuen uns immer. Ja, sehr gut im Geschmack. Ich würde vielleicht noch ein bisschen das Salz nachjustieren. Hier wird jetzt der Spargel nachgebraten, damit der auf Temperatur kommt. Der Fisch ist sicherlich schon fertig. Da kannst du das ist unter der Pfanne. Wenn du... Wo ist denn hier heiß? Ja, den musst du noch mal kurz in die Butter geben, ja? Weil der ist der, den würde ich jetzt dann noch mal in die Butter, die ist natürlich noch warm, okay. Temperieren. Und hier schauen wir uns jetzt noch mal das Kristall an, weil das sieht jetzt ganz anders aus. Wir haben jetzt hier das Kristall und vielleicht darf ich ganz kurz öffnen. Ja, klar. Schaut euch das mal an. Da schlägt das jetzt diese braunen Blasen und dann ist es richtig gut. Und ich sage Ihnen, es duftet auch verdammt gut. So, perfekt. Danke. Alright. Ich brauche wieder Power. Du brauchst mehr Power. Ich brauche Power. Hier, genau. So. Weil ich möchte gerne. Die letzten 2 Minuten. Ich brauche Unterstützung und sie braucht Power. Du brätst jetzt. Genau. Applaus. Die möchte ich gerne rausholen. Da musst du mir helfen. Ich bin zu klein hier. Ja, gib her. So. Wir werden sicher die nehmen, nehme ich mal an. Die anderen sind dann fürs Publikum. Auch was war das? Also, die anderen sind fürs Publikum. Ja, Entschuldigung. Vergesst nicht, den Fisch noch mal nachzuwürzen nach dem Herausnehmen. Ja, noch mal würzen, bitteschön. Nicht zu viel würzen, ja, direktes Salz ist intensiv. So, ich mache auch noch da. Ich mache jetzt auch mein Gericht fertig. Oh Gott, jetzt kann ich. Fertig. Gib ruhig auch noch was extra. Ja, mach ich, aber lass mich erst mal hast du extra ganz frischen auch rein? Ja, alles gut. Nicht zu viel, nicht zu viel. Ja. Die Nüsse nicht vergessen. Ja.
Nüsse. Nüsse nicht vergessen. Letztendlich ist es ja heute ein Freitag, ein Finalgericht. Es geht um den Einzug in die Champions League. Deshalb, das kann natürlich was Anspruchsvolles sein. Das ist es auch heute hier. Der Bessere soll gewinnen. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf euch. Ihr habt wirklich euer eigenes Gericht daraus gemacht. Celine, wie zufrieden bist du jetzt mit dem Endresultat? Also ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich überhaupt ein Gericht von dir kochen durfte und dass es auch in dieser Zeit überhaupt gepasst hat. Ja, also mein Fisch sieht gut aus, meine Soße hat soweit geklappt. Ich habe statt dem weißen einen dunkleren genommen. Naja, vielleicht ist es der Kick, weiß ich nicht. Und wir schauen einfach mal. Dabei sein ist alles, von daher, ich bin mit meinem Teller zufrieden. Mal gucken, was der Juro sagt. Ja. Julian, auch du hast dein eigenes Ding draus gemacht, zufrieden damit? Ja, also es war eher so ein Blindflug, muss ich sagen. Vieles kann man nicht probieren. Also ich konnte den Fisch nicht probieren, der war viel zu früh fertig. Da musste ich ihn rausnehmen, dann habe ich ihn noch mal nachgewärmt. Ich hoffe, der ist jetzt in Ordnung. Den Spargel kann man auch schlecht probieren, aber ich glaube, der ist ganz in Ordnung. Die Soße schmeckt gut. Sie ist vielleicht etwas zu fest von der Konsistenz, aber sie ist da. Gratin, überhaupt keine Ahnung. Also sieht ganz nett aus, aber ob das jetzt irgendwie fertig ist, weiß ich nicht. So, meine Damen und Herren, jetzt wird's ernst. Das Finale ist geschlagen, jetzt wird es einer machen und entscheiden wird unser Juror. Herzlich willkommen, Christoph Rüffer. Dann lass uns mal gleich probieren. Hier in Basilikum Confierta Valla mit weißem und grünem Spargel, Sauce Bernese und Kartoffelgratte. Also bei Rot ist auf jeden Fall hier alles vorhanden. Ich sehe Sauce Bernese, Valla, Spargel, weiß-grün und Kartoffelgratte. Schau mal, hier in Valla, der sieht schön aus. Hier oben sind noch so ein bisschen Brösel drauf. Das ist sehr schön. So, gucken wir mal, wie er gegart ist. Ja, der ist gar, der lässt sich fein auseinandernehmen hier. Und in der Mitte ist er noch schön glänzend, saftig, sieht gut aus. Mhm. Schmeckt auch sehr gut. Ja. Die Basilikumbutter kommt wirklich nur einen Hauch durch. Könnte ein bisschen mehr Salz haben, aber wir haben hier noch ein Sößchen dazu. Die ist wirklich sehr schön aufgeschlagen, hier die Sauce Bernese. Sieht gut aus. Kräuter sind alle schön drin. Nicht geronnen, schön cremig. Auch von der Flüssigkeit her ist das sehr gut. Mmh. Mmh. Ja, das schmeckt, ne? Das ist gut. Kann ruhig hier ein bisschen was auf dem Teller machen. Ja. So. Meint das hier? So. Und da gehört sicherlich auch der Spargel für. Können wir weißen und grünen Spargel. Grün. Sieht sehr gut von der Farbe aus. Weiß ist hier so ein bisschen, ob der in Butter so ein bisschen angeröstet wurde. Gucken wir mal, ist in grün. Mhm. Ja. Der hat noch ganz schön Biss. Der grüne. Aber man kann ihn trotzdem gut essen. Mhm. Und mit der Sauce Bernese schmeckt das sehr gut. Das ist sehr lecker. Der weiße Spargel ist auch wirklich nicht zu weit gegart. Ist ein bisschen weicher tatsächlich als der grüne. Und schmeckt auch sehr gut. Gut gemacht. Hier die Spitzen, herrlich, ne? Königsgemüse. Ja, schmeckt. Das ist gut.
vielleicht für mich persönlich, die einen mögen Spargel sehr weich, die anderen sagen, nein, der muss schon einen guten Biss haben. Für mich persönlich könnte ein Ticken weicher sein, beide Spargelsorten. Wobei der Weiße ein bisschen weicher ist tatsächlich als der Grüne. Aber mit der Bernese zusammen ist das sehr lecker. Dann haben wir noch Kartoffelgratin. Also oben das Gratin, sehr schön gebräunt. Schön Käse drauf, ja, das sieht sehr gut aus. Und die Kartoffeln sind auch sehr schön weich. Und es ist top abgeschmeckt. Wunderbar. Und es ist auch noch genug heiß in der Mitte, also das muss es auch. Also rot, wie gesagt, hier ein bisschen mehr Salz beim Wels oder Waller. Und den Spargel ein bisschen weiter, ansonsten tipptopp. Sehr schön. Gut, grün sieht schon ein bisschen anders aus. Das legen wir mal beiseite. Das probiere ich nicht. Da ist der Waller oben hier auch schön mit den Bröseln drauf. Gucken, wie der gegart ist. Der ist auch gut gegart. Lässt sich auch auseinanderziehen. Ist ein Tick weniger gegart, aber gerade so an der Grenze. Ja? Gerade an der Grenze geht aber. Mal probieren. Ja, auch hier im Basilikum ganz verhalten und auch ein bisschen mehr Salz hätte sein dürfen. Ja? Eigentlich genau das gleiche wie drüben. Okay. Dann haben wir einen Spargel, einen grün. Der ist tatsächlich ein bisschen weicher. Gut gegart. Weißen Spargel. Auch gut gegart. Schön weich. Spannend. Aber nicht zu weich, einen ganz kleinen Biss hat er noch. Und dann mal Sauce Bernese. Da habe ich ja vorhin erst mal geguckt, ich habe die gar nicht gesehen am Anfang, aber die ist irgendwo hier unten drunter, ne? Die ist so ein bisschen, also sie ist nicht geronnen, das ist schon mal ein Pluspunkt. Aber ich vermisse so ein bisschen die Kräuter drin, muss ich sagen. So Estragon, ein bisschen Gartenkerbel vielleicht. Und noch ein bisschen säuerlicher ist hier die Bernese. Bindung ist okay. Auch gut, dass sie schön zusammen ist. Aber geschmacklich war die da auf jeden Fall weiter vorne, muss ich sagen. Kartoffelgratin. Okay. Oben schön gebräunt. Kartoffeln sind hier ein bisschen dicker geschnitten. Aber auch weich. Gut. Tja. Auch ein schöner Teller, muss ich sagen. Ah ja. Schmeckt auch gut, ne? Schmeckt auch gut. Eieiei, was macht man da? Ah! So. Was machen wir jetzt? Ich weiß es auch nicht, ich bin total fertig. Sonst lege ich mir das immer schon mal so im Kopf zurecht, ja. Bin ich planlos. Also, aber nix so, wir müssen hier eine Entscheidung finden. Also, hier hat er ein bisschen zu wenig Salz, hier auch. Hier war mir ein Ticken zu roh, muss ich sagen. Ja, das hat er eingangs auch gesagt, er ist ein Ticken hier, das ist an der Grenze. Und hier, der ist hier ein bisschen weiter. Spargel, keine Frage, ist hier zu hart. Hier war er perfekt. Dafür war die Bernese hier nicht so schön. Hier war sie perfekt. Ich sehe ganz leichte Vorteile, weil auch hier Kräuter mit drin sind. Ganz, ganz leichte Vorteile, trotz des Spargels bei diesem Teller bei Rot. Und deshalb ist Rot weiter. Rot ist in der Champions League. Julian, ich gratuliere dir, Helene. So knapp, du warst so großartig. Ach Gott, was für eine spannende Woche geht zu Ende. Nächste Woche übernimmt, wie gesagt, mein Kollege und Freund Nelson Müller. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ihr Alex Pumpner. Tschüss.